Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter, wir sind hier gerade auf dem Gipfel hier in der Eisebene und wir warten gerade, dass es 10 Uhr wird, denn dann können wir hier die Milchbar betreten. Ne, ab 10 Uhr ist hier Remy Demi in der Milchbar und es ist schon Remy Demi. Hier ist ja auch Tetris-Mucke. Was heißt auch? Hier ist Tetris-Mucke. Wie geil. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und die passt super gut hier rein, ne? Ist das cool. Okay, pass auf, ich kann mit dem noch gar nicht reden. Es geht erst 10 Uhr los, ne? Ich werde bestimmt gleich rausgeschmissen. Hier lädt gerade erst alles wahrscheinlich. Oder wenn ich jetzt hier hochgehe... Warum kann ich nicht mit den labern? Oder muss der erst sitzen? Alter, Tetris-Mucke. Ah, ja, stimmt, ich brauche ja Romanis Maske. Sorry. Deswegen kann ich nicht mit dem labern, oder wie? Ne, damit hat das nichts zu tun. Hä? Muss ich erst mit dem labern? Speak to the Keeper. Ja, er schlägt einfach mit dem Kopf auf den Tresen. Milch! Jetzt kann ich mit ihm reden, okay. Let's go. Genau, im Center, so zack. So, wir machen mal eine Runde Musik, ne? Das müssen wir jetzt mit allen Maskentypen machen. Und dann kriegen wir auch ein Item. Ich weiß gar nicht, normalerweise ist das die Maske von ihm? Von ihm hier? So, next one. Bam, 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 bam. Bam, bam. Hä? Ah, okay. Bam, 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 zack. Bam, bam, bam. Ja, ich bin halt aktuell so in der Hoffnung, dass wir irgendwo noch ein schönes Item ergattern können. Schauen wir mal, was wir hier kriegen. Und danach würde ich gerne mal auf die Romani Ranch gehen, denn auf der Romani Ranch soll wohl... die Feenquelle sein. Da habe ich nochmal nachgeschaut. So, wo sollen wir hin? In das Rechte. So, zack. Du. Bam, bam, bam. Ja, ich bin in der großen Hoffnung, dass wir irgendwie das Spiegelschild vielleicht noch bekommen können. Denn wir brauchen das Spiegelschild aktuell für 2 Dungeons. Tatsächlich. So, und dann spielen wir nochmal Trompete. Ba, 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 ba. Und er kriegt natürlich das größte Spotlight hier. Zack. Ba, ba, ba. Da bin ich mal gespannt, was wir Schönes erhalten. Sagen die, es erinnert ja irgendwie an den Windfisch, ne? Erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. So. Bam, bam. Diese Melodie. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde, das klingt nicht wie der Windfisch. Naja, egal. So, was kriegen wir denn Schönes von dir? Komm schon, gib mir was Gutes. 20 Rubine. Na gut. So, was können wir... So. Können wir bei dir nicht noch Milch kaufen?
Have a drink? Aber das ist nichts Besonderes, oder? Ist das was Besonderes, diese Romani-Milch zu kaufen? Ich glaube, da kriegt man auch nur ganz normal Zeug. Naja. Gut, dann sollte das es hier erstmal gewesen sein. Wir müssen dann am dritten Tag nochmal hierher kommen und müssen... Was mit ihm da unten? Guck mal, wie er backt. Er rappt auch zu dem Beat. Yeah. Ja, und Kaweis Mutter den Brief geben. Dann kriegen wir nochmal ein Item. So, und dann wären wir hier fertig. Gut. Was ich jetzt machen möchte... Schauen wir mal ganz kurz. Wir haben die Milchbar jetzt besucht. Das haben wir gemacht. Wir könnten noch die Säge abgeben. Okay, was wir machen kann, ist... Ich hoffe, das klappt. Ja, das geht. Wir können nochmal bei Ikana nachschauen. Denn ihr hattet gesagt, in Ikana gibt es so eine Säule. Der TJ war das, glaube ich. Da oben ist eine Kiste drauf. Und ich war eigentlich der Meinung, die habe ich schon geholt. Ich kann mich jetzt aber auch irren. Deswegen, wir kicken mal ganz kurz, ja? Wir kicken mal ganz kurz. Ich hätte jetzt auch die Zeit vorspulen können. Hätte ich machen können. Aber hey, ich laufe gerne Umwege. So, Ikana Canyon. Kein Mana bekommen, das ist schlecht. Wieder kein Mana bekommen, das ist noch schlechter. Ich muss sowieso mit Epona, glaube ich, da reinfliegen, ne? Da reinfliegen vor allem. Epona ist neuerdings Pegasus. Man weiß es jetzt. Epona hat Flügel. Da hinreiten. Weil ich ja keine andere Möglichkeit habe. Jo. Schauen wir uns das mal kurz an. Und dann würde ich halt nochmal zur Romani Ranch gehen. Würde da die Feen abgeben. In Ocarina of Time will ich dann auf jeden Fall noch... Zack. Aua. So, wo ist denn diese Säule? Auch die da, oder? Oder irre ich mich? Eieiei, nervt man nicht. Ich dachte, das war die? Bin ich doch falsch? Guck mal, da oben kommt jetzt so eine Vogelscheuche, ne? Ja, tschüssi. Nervt man nicht hier rum. Ja, was eine Range. Genau, hier oben kommt jetzt die Vogelscheuche. Komme ich da überhaupt dran? Jo. So, hier ist nur ein Krug drin. Und wo soll jetzt eine Schatzkiste sein? Oder meintet ihr direkt beim Ikana Tempel? Also bei Ikana. Ich dachte, ihr meintet hier. Was war das denn? Oder meintet ihr doch davor auf so einer Säule? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg, oder? Ich habe das, glaube ich, gerade ein bisschen blöd gemacht, dass ich hier rüber gejumpt bin. Ah doch, das... Hä? Epona kann sich einfach teleportieren. Ah, hier. Hier meint ihr, okay. Aber ist ja auch nur eine Standardkiste, ne? Oder? Da ist die Kiste. Die ihr meintet. Ja, ist auf jeden Fall nur eine Standardkiste. Das heißt, da ist auf jeden Fall wahrscheinlich nichts Specialiges drin. Okay. Bomben. Okay. Aber wir haben es gecheckt. Ich hoffe, ihr meintet diese Kiste. Und zumindest haben wir in den Krug auch nochmal reingeguckt. Ich glaube, in den Krügen können auch manchmal Special-Dinge drin sein. Manchmal. So, dann haben wir das auch mal gemacht. Da würde ich sagen, wir gehen mal kurz auf die Romani Ranch.
gehen mal in den dritten Tag rein. Dann müssen wir auch nochmal zu der Großmutter. Ja. Und das mit der Truhenlotterie müssen wir halt auch noch machen, ne? Ah. Auch nervig. Ja, ich glaube, das ist dann so ein Akt, den werde ich einfach mal vorspulen. Das mit der Truhenlotterie. Nicht Truhenlotterie, normale Lotterie. So, wir teleportieren einfach mal die Zeit nach vorne. Was ich auf jeden Fall jetzt machen möchte, Romani Ranch und dann nochmal hochgehen zu... zur Milchbar. Die zwei Dinge würde ich jetzt gerne noch abschließen. In dieser Reihenfolge. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwo noch eine coole Maske dabei ist. Oder ein Song. Oder der Spiegelschild. Der Spiegelschild wäre halt echt am besten. Sind wir ehrlich. Den braucht man nämlich für zwei Dungeon. So, wo waren das? War das hier drin? Wir gucken mal ganz kurz. Bam, bam, bam. Nö, hier war das. Okay. Das ist unwichtig. Dann war es hier drin, oder? Theoretic. Jo, das müsste... Ja, das müsste die richtige Fegenfelle sein. Alles klar, cool. Da haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Ah, ins Kulthula-Token. Mann. Aber es fehlen nur noch zwei Stück. Das ist schon cool. Aber ob wir davon was Sinnvolles kriegen, für diese ultra krasse Mühe davon 30 random Dinger zu sammeln, das ist, glaube ich, schon harter Tobak. Okay, aber wir haben es gemacht. Schön. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Tageszyklus. Bam, bam, bam. Also nicht Tageszyklus, sondern wir gehen jetzt erstmal nochmal hoch zur Milchbar natürlich. Und dann, ich weiß nicht. Wir müssen uns auch noch die Geschichte von der Oma anhören. Aber so langsam haben wir dann hier erstmal alle Dinge wieder abgeschlossen bei Majora's Mask. Ja, ich mach mal kurz einen Cut, Leute, und sehen uns gleich wieder bei der Milchbar, ne? Bis gleich. So, da sind wir wieder. Liebe Leute. Müssen wir sie eigentlich mit Carfays Maske ansprechen, oder wie ist das? Ich, wechsle auf jeden Fall mal kurz Special Delivery to Mama, genau. Hi. 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 Die hat überhaupt keinen Bock auf mich. Warte mal. Hä? Jetzt, nee. Hä? Hallo? Ist sie noch nicht da oder was ist los? Soll ich nochmal reinkommen? Irgendwie ist die ein bisschen buggy, kann das sein? Eben wollte ja auch keiner mit mir sprechen, aber eigentlich steht da ab 18 Uhr ist die da und man kann mit der reden. Ich hoffe halt nur, dass ich nicht erst vorher mit der irgendwie... Nee, jetzt geht's. Okay. Nee, warte. Zack, hier. Nimm. Bomben. Mann. Okay, ach, von der hätte ich die Romani-Milch bekommen? Milch. Milch. Okay, dann machen wir das auch. Bin ich happy mit. Okay, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, erstmal
zurück. Wollen wir mal schnell die Säge noch abgeben? Ich möchte die Säge nochmal schnell abgeben. Oder? Bevor wir das vergessen. Bevor das in Vergessenheit gerät, machen wir die Säge noch schnell. Und dann würde ich immer Jaws Mask noch die letzten Punkte so machen, was ihr gesagt habt. Einmal mit der Oma labern, die uns die Geschichte erzählt. Und da das auswählen, dass wir das nicht verstanden haben. Die Truhenlotterie würde ich noch machen. Und dann sind wir, glaube ich, in Majora's Mask erstmal soweit durch. Wir könnten in Majora's Mask halt den Steintempel anfangen. Theoretisch, ne? Könnten wir den Stone Tower Tempel anfangen, aber da fehlt noch ein Schlüssel. Kann auch sein, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber wir können nochmal gucken. Irgendwie konnte ich doch mir anzeigen lassen hier. Nee. Stone Tower Tempel fehlt genau ein Schlüssel oder mehrere vielleicht noch, keine Ahnung. Aber wir könnten mal reingucken, ob das jetzt gut ist. Weiß ich nicht. Aber da würde ich, glaube ich, eher in den Wüstentempel reingehen. Also in den Geistertempel, weil da haben wir alles. Da fehlt uns aber das Spiegelschild. Das heißt, da kommen wir an einem bestimmten Punkt dann halt nicht weiter. Alles Vor- und Nachteile. Warte mal. Habe ich gerade ein Pferd gehört? Ach, da hinten steht's ja. Epona! So, ja, da geben wir mal schnell die Säge noch ab. Und dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dann haben wir, glaube ich, auch die komplette Tauschquest erledigt, ne? Ja. Dann ist die komplette Tauschquest hier fertig. Weiß ich gar nicht. Können wir in Ocarina of Time noch irgendwas Krasses machen? Fällt euch noch irgendwas ein, was man hier noch machen kann? Außer die Dungeons jetzt noch. Theoretisch können wir nochmal gucken. Wegen Skulltulas. Warte mal. Wie war das? So. Da haben wir alles, da haben wir alles, da haben wir alles. Haben wir alles, haben wir alles. Da fehlt mir noch irgendwo ein Loch. Das haben wir auch. Haben wir auch, haben wir auch, haben wir auch, haben wir auch. Okay, wir haben auf der Oberwelt alles, außer beim Markt. Also mir fehlt irgendwo noch ein Loch, wo ich noch nicht drin war. Das könnte halt in Majora's Mask irgendwo drin sein, ne? Vielleicht ist das aber auch auf dem Weg zum Stone Tower Tempel hochwärts. Aber dann, ja, mir fehlt halt der Song. Ich meine, wir könnten das quasi schon klar machen. Gibt es da Löcher beim Stone Tower Tempel hochwärts? Das weiß ich halt nicht. Das könnten wir mal ausprobieren. Aber ansonsten... Ansonsten würde ich dann in den ganzen Tempel nochmal reingehen. Würde gucken, wie weit ich komme. Und ob ich irgendwo was Krasses noch bekomme. Das wäre jetzt so meine Ideen und Vorschläge, die ich anzubringen hätte. Und der Part ist gleich wieder rum. Das ist ultra krass, wie schnell das immer geht. So. Ihm gebe ich jetzt schnell die Säge. Die Säge. Zack. Ja, Kumpel. Bitteschön. Ah, naja, immerhin Herzcontainer. Auch nicht schlecht. Aber da haben wir das auch abgeschlossen. Okay. Ja, und jetzt können wir eigentlich wieder in Majora's Mask rein erstmal. Machen wir so. Machen wir uns wieder klein, gehen in Majora's Mask rein. Feuer. Tempel? Hä? Achso, ja. Ich war gerade kurz verwirrt, aber alles gut. Das Feuermedaillon haben wir noch nicht bekommen. Und ein Saphir fehlt uns ja auch noch. So, machen wir uns wieder klein. Und dann würde ich sagen, wollen wir den Part schon beenden, oder? Na, ich spule das, glaube ich, mit der...
mit der Zeit nochmal kurz zurück in Majora's Mask und wir reden nochmal mit der Oma. So, ich gucke mal auf meine Liste. Die Milchbar haben wir besucht. Wir haben, hier ist noch so das Offene mit der Fackel bei den Soras anzünden. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt was bringt oder nicht. Ihr meintet, ich soll die Fackeln bei den Soras anzünden und da gäbe es eigentlich was. Aber ich weiß halt nicht, ob ich das zu spät gemacht habe. Brief an Mama haben wir gemacht. Säge haben wir abgegeben. Dann sollen wir uns jetzt die lange Geschichte bei der Oma anhören. Die Feen haben wir abgegeben. Die Kiste auf der Säule haben wir uns angeguckt. Die Lotterie müssen wir jetzt noch machen. Die zwei Dinger und vielleicht nochmal die Fackeln kontrollieren. Das ist vielleicht das, was ich jetzt noch machen möchte in der Folge. Also, wir haben aktuell sowieso viel zu viel Geld, ne? Ich spule jetzt erstmal die Zeit zurück. Das sollte, glaube ich, richtig sein. So, zurück zum ersten Tag. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten schreibt mir das gerne. Dann müssen wir vielleicht die ein oder andere Sache nochmal nachholen. Aber ich habe echt... Ich habe echt gut was gemacht in diesem Durchlauf hier. In diesem Zyklus. Da ist gut was passiert. Okay. So, der erste Tag bricht wieder an. Und ich würde einfach direkt mal zu der Oma reingehen und würde mir das mit der Geschichte... Na, ich mach mal das. Und die Hasenohren. So. Ja, machen wir halt noch ein bisschen Überlänge, ne? Machen wir noch ein bisschen Überlänge. Hier steht ja drauf. Ich habe sowieso überlegt, ob ich vielleicht mal auf 30 Minuten hochgehe. Aber ich hab demnächst eine sehr, sehr wichtige Neuigkeit anzukündigen. Und weiß noch nicht, ob wir das dann machen können mit den 30 Minuten. Nein. So. Genau. Also, ich soll mir die lange Geschichte anhören. Na, so. So. Blablablub. Ja. Und dann... Soll ich das? Ah, gibt doch trotzdem nur 5 Rubine. Aber hier hätte es Herzteil gegeben. Okay. Das haben wir dann auch gemacht, alles klar. Gab zwar wieder nur Schnutz, aber wir haben es gemacht. Ne? Damit haben wir das auch beendet. So, was können wir noch machen? Jetzt gehe ich nochmal schnell zu den Soras. Ich will den Teleporter endlich haben, ne? Wir könnten in der nächsten Folge mal den Weg hochwärts gehen. Zum Stone Temple. Ich glaube, das möchte ich machen. Wir gehen im nächsten Part mal den Weg hochwärts zum Stone Temple. Habe ich ein paar Pfeile bekommen? Natürlich nicht. Und wir haben halt noch die Lotterie, aber die Lotterie, och Mann, Lotterie ist so nervig. Ist das eigentlich immer, sind das immer dieselben Zahlen oder sind die auch in jedem Durchlauf random? Kann ich die googeln, die Zahlen, die bei der Lotterie sind? Immer noch keine Pfeile bekommen. Jetzt. So, wir gehen jetzt auch einmal zur Schädelbuchtküste, zu den Soras und zünden da die Fackeln an. Das machen wir nochmal. Weil ihr meintet, ich bekomme da was. Warum ist der gerade geplatzt? Das war merkwürdig. So, das ist das Letzte, was ich heute mache in der Folge. Ich hoffe, ich bekomme da vielleicht noch ein Item. Ansonsten Schande über euch. Nicht über euch. Ich glaube, der TJ hat mir das gesagt. Schande über TJ. Wenn ich da jetzt kein Item bekomme. Der meinte, ich bekomme da nämlich eins. So. Aber wie gesagt, es kann halt sein, dass ich beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, zu spät war und hätte nicht die, ja, die, den Dungeon schon machen dürfen, weil die waren dann alle ready zu singen und so. Und ich glaube, der das zu mir sagt, dass ich die Fackeln anzünden soll, der war dann gar nicht mehr da. I guess.
So. Was war denn hier eigentlich noch so los? War hier noch irgendwas, was ich machen kann, was ich bisher nicht machen konnte? I'm not sure. Da auf diesen einzelnen Inseln. So. Müssen wir, glaube ich, nochmal gucken dann. Okay. Mach mal den. Zack. Und dann... Wer ist denn für die Fackeln verantwortlich? Müsste doch theoretisch hier drüben einer sein, oder? Bist du für die Fackeln verantwortlich? Ah, guck mal hier, er. Okay, dann machen wir das mal eben. Ja, wir machen schon wieder so fett Überlänge. Aber hey. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Ich möchte halt in der Folge auch ein bisschen was schaffen, ne? Das kommt mir sonst immer so wenig vor. So. Zack. Ich glaube, ich muss nur die zwei Fackeln anzünden. Dann. Ja, ging alle an. Ich weiß zwar nicht, was das für eine Mechanik ist und ich weiß auch nicht, warum... Hä, da fehlen ja noch welche. Ah ne, wurde nur nicht angezeigt. Okay. Gut. Hoffen wir mal, dass wir jetzt noch ein Item bekommen. Okay, gut. Alles klar, Item haben wir bekommen, hat Lore leider auch nichts gebracht. Schade. Ach, Manno. Ja gut, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part, ja, die Truhenlotterie... Die schiebe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen von mir her. Aber vielleicht... Ja, ist es nicht schlecht, wenn wir das mal machen. Okay, das war's erstmal von mir wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken im nächsten Part. Dann Truhenlotterie und der Aufstieg zum Steintempel, würde ich sagen. Zum Stone Temple. Tschüssi, Leute.